Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen ganz besonderen Adventskalender für euch, denn ich freue mich da schon das ganze Jahr drauf. Und zwar ist es der Dalton-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender ist bestückt mit Pflegeprodukten rundum. Das komplette Sortiment von Dalton Marine Cosmetics. Und wir kennen den Spruch von mir mittlerweile sehr gut, ne? Das Leben kommt aus dem Meer, du bist Leben, ich bin Leben, wir kommen irgendwie, irgendwann, irgendwo mal aus dem Meer. Und dementsprechend ist es eine sehr hautverträgliche Marke und ich arbeite super gerne mit denen zusammen. Ne? Deswegen freue ich mich sehr, dass ich ihn vorstellen darf. Und ab heute bis zum 25.09. könnt ihr mit dem Code PRESALECLAUDI 20% auf diesen Adventskalender sparen. Das heißt, ihr bekommt den anstatt für 124,90 Euro für knapp unter 100 Euro, also 99,92 Euro, immerhin. Und genau, ich freue mich da mega drauf. 340 Euro Warenwert sollen hier drin enthalten sein. Und ja, ich hoffe, dass meine Lieblingsprodukte hier drin enthalten sind. Es ist auf jeden Fall etwas, worauf ich mich mega freue. Hier die Hydroliftmaske, die Kaviar Deluxe Ampullen und oh Leute, Pflege Heaven at its best, das sage ich euch. Adventskalender ist immer super schnell ausverkauft von Dalton, ne? Muss ich an dieser Stelle auch nochmal kurz erwähnen. Deswegen, ja. Ja, das einfach nur als kleine Warnung. Das schließt magnetisch. Ich mag dieses matt dunkelblaue mit dieser gelb-goldenen Schrift auch drauf und den Effekten. Und wenn man den aufklappt, das hat man einfach gerne dann bei sich stehen, oder? Es ist einfach, upsala, eine hübsche Geschichte. So. Jetzt seht ihr den einmal von Namen und jetzt muss ich ihn auf Erwin stellen. Es gibt in diesem Video eine Verlosung und zwar verlose ich einen, ja, selbst erstellten Adventskalender. Krasses Pferd, oder? Aber Leute, wir haben die 25.000 Abonnenten voll gemacht und da möchte ich halt auch mal machen, dass es kracht. Und dementsprechend in diesem Video gibt es einen selbstbefüllten, von mir selbstbefüllten Adventskalender. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Da sind Produkte drin aus den Bereichen Pflege, dekorative Kosmetik, Lifestyle, dies, das, Ananas, was man halt so auch auf meinem Kanal so findet. Also gönnt euch hart und viel Spaß und viel Glück. Und jetzt starten wir. Hier habe ich einmal das erste Kläppchen, die Nummer 1. Und ich gehe... Oh, cool gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich gehe davon aus, dass es eine Ampulle ist. Hier steht auch hinten drauf, was drin ist. Und hier ist auch immer ein QR-Code. Das heißt, du wirst direkt dann auch zu dem Produkt auf der Homepage geführt. Das finde ich cool, weil du natürlich dann jetzt nicht immer die ganzen Inhaltsstoffe und so weiter draufstehen haben wirst. Die Q10-Ampulle, die hier drin enthalten ist, enthält auch schon direkt eine kleine Abbrechhilfe. Und ich mag die Q10-Reihe oder Q10-Reihe sehr gerne. Das ist so eine Lifting-Geschichte, die halt wirklich die Haut belebt und mir sehr, sehr gut tut. Ein wenig größer ist jetzt hier die Nummer 2 und dann schaue ich mal hinein. Ein Tübchen erwartet uns. Wir haben ja auch immer so Füllmaterial, dass halt nichts kaputt geht. Gerade bei den Ampullen ist das super wichtig, weil die ja aus Glas sind. Ne? Face Care Magical Effect, die klärende Schönheitsmaske. Leute, die ist genial. 15 Milliliter sind hier drin enthalten, die habe ich auch in Anwendung. Und normalerweise ist das halt so ein Pöttchen und oh, die ist wirklich gut. Die trocknet dir die Haut nicht aus, die gibt der Haut die Belebung, die Nährstoffe, die sie einfach braucht, um gesund auszusehen, aber auch leicht mattiert zu werden. Und ich mag die. Das ist toll. Auch die Nummer 3 ist mit dabei und hier erwarte ich auch eine Ampulle. Also sowieso in diesen kleinen würde ich wirklich immer in, so Ampullen erwarten bei Dalton, weil die haben so ein schönes Ampullensortiment. Das ist wirklich klasse. Und hier habe ich jetzt drin die Sleeping Beauty Algar Skin Food Ampulle. Das ist so eine Zwei-Phasen-Ampulle, die auch leicht ölig ist. Die Abbrechhilfe hatten wir ja schon in der Nummer 1 drin enthalten. Und das ist auch wirklich eine gute Ampulle für den Winter, weil ich mag solche öligen Geschichten auch lieber dann im Winter verwenden und auch abends verwenden. Ja, und die macht dich über Nacht schön. Das ist doch nett. Hier haben wir die Nummer 4. Oh ja, da haben wir schon direkt ein sehr, 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 sehr heiß geliebtes und allseits verehrtes Produkt von mir drin enthalten. Und zwar ist das die Biocellulose Face Care Hydrolift Maske. Die ist so gut, Leute. Also wenn ihr euch und eurer Haut einfach mal was Gutes tun möchtet, verwendet diese Maske. Packt ihr euch schön in den Kühlschrank, dann ist die schön kühl, wobei
im Winter jetzt nicht unbedingt mehr draußen Schnee liegt, aber ne, dann habt ihr nämlich eine richtig schöne, gekühlte, feuchtigkeitsspendende Geschichte. Ihr könnt die bis zu 3-mal verwenden, wenn ihr richtig hardcore unterwegs seid, also wirklich dann nach der Anwendung vorsichtig abnehmen, wieder hier reinpacken, denn die lässt du 15 bis 20 Minuten drauf und du hast hier so viel Serum drin. Meine Haut liebt das. Die Maske ist halt wirklich krass wie ein Saugnapf auf deinem Gesicht. Du kannst damit staubsaugen, du kannst vieles damit machen, den Haushalt machen oder dich einfach auf die Couch legen. Ich liebe diese Maske, deswegen freue ich mich gerade so, dass die auch mit dabei ist. Wobei ich nichts anderes erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Ja, ich finde die klasse. Ich kann euch die mega empfehlen. Und Leute, die ist hier drin enthalten und das ist ein Produkt, das ist einfach genial. Das gehört hier auch einfach mit rein, oder? Gönnt euch das. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt für eine Ampulle am 5. Dezember erwarten werden. Fun Fact, letztes Jahr habe ich einen Adventskranz von Dalton zugeschickt bekommen und das war so cool. Die haben an diesen Adventskranz außenrum zu ganz viele Ampullen gebunden. Das war so witzig. Den Adventskranz habe ich übrigens immer noch, weil den möchten wir natürlich auch dieses Jahr gerne weiterverwenden. Hier haben wir jetzt drin enthalten die Stressless Agar Skin Food Maske Ampulle. Die ist auch ein bisschen öliger unterwegs und die soll die Haut halt wirklich super krass beruhigen. Und gerade in der Vorweihnachtszeit oder für mich, in der ich bin gerade Mutti geworden Zeit, wird die Party so hart abgehen. Ich werde die so gut gebrauchen können. Also ja, kommt auf jeden Fall gut. Also ob man die jetzt am Tag vor Nikolaus reinpackt oder am Tag vor Heiligabend, ist glaube ich Jacke wie Hose. Das hätte beides sehr, sehr gut gepasst. Ich fände es einfach traumhaft, dass wir bei dem Adventskalender Zwischenebenen haben. Das heißt, ne, das wird dann halt auch immer abgefangen und fällt nicht so klappbatsch einmal runter. Hier habe ich jetzt einmal Nikolaus und Nikolaus darf gerne so ein bisschen spezieller sein. Deswegen bin ich echt gespannt, was wir jetzt hier finden werden. Ah, das war auch... ja, sinnvoll. Eine Augencreme. Oh, das ist eine Full-Size, Leute. Extreme Lift Marine Filler Anti-Falten Augencreme habe ich aktuell in Anwendung. 15 ml sind hier drin enthalten. Ich muss sagen, dass die Extreme Lift Reihe, also diese hier, ne, vom Duft her nicht ganz so meine Welt ist. Ich mag definitiv lieber viele andere Reihen, weil die etwas mehr für mich persönlich nach Spa und nach einem wohligen Gefühl riechen. Das hier ist nicht ganz so meine Duftwelt, aber jeder so, wie es ihm gefällt. Und die macht halt wirklich was. Ich verwende die abends, da brauche ich auch nicht viel von. Gib mir einfach so einen nicht mal kompletten Pumpstoß auf meinen Ringfinger, und dann ditche ich meine Ringfinger so zusammen und dann tape ich mir das ganz vorsichtig ein, dass meine Augenpartie einfach dann über Nacht verjüngt wird. Aber cool, Nachschub, mega genial. Feiere ich hart. Hier habe ich jetzt die Nummer 7 und da habe ich jetzt passend zu der Augencreme die Extreme Lift Marine Filler Ampulle drin. Also das ist ja die Ampulle, wo ich immer wieder sage, wenn ich sie auch im Aufgebraucht-Video zeige, die ist gut, die macht einen tollen Job, die macht das Gesicht auch wirklich wundervoll, hat tolle Wirkstoffe drin, die Haut auch glätten. Aber ich mag den Duft nicht ganz so gerne. Aber trotzdem werde ich die auch verwenden, weil das ist halt ein gutes Produkt. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Nicht nur, weil es sich drauf reimt, sondern auch, weil Sammy, also mein wundervoller Hund, an dem Tag Geburtstag hat. Jedenfalls haben wir das irgendwann mal so festgelegt, weil es ist ja ein Findelkind, ne? Der arme kleine Mr. Bau. Ich verlinke euch mal unten in der Infobox ein Buch, das ich geschrieben habe, wo ich mir überlegt habe, was die 2 Jahre, bevor er zu uns gekommen ist, mit ihm passiert sein könnte. Und hier habe ich eine interessante Creme drin, und zwar Oyster Skin Balance. Creme, wollte ich gerade sagen, für Mischhaut. 15 ml sind hier drin enthalten. Ich habe keine Mischhaut. Ich habe eine sehr trockene, sehr sensible Haut. Ich verwende super gerne die Oyster Balance Maske. Die ist richtig gut. Und jo, das ist jetzt einfach nur ein Moisturizer für Kombinationshaut. Mischhaut reden. Worüber werden wir uns in der Nummer 9 freuen? Da bin ich sehr, mal gucken, weil bislang war das immer abwechselnd. Ampulle, ein anderes Produkt, Ampulle, ein anderes Produkt. Und dieses Mal ist es ein bisschen größer geraten. Oh, da haben wir 2 Sachets von dem Peeling mit drin. Und zwar ist das Comfort Clean Soft Skin Effect Enzym Peeling. Enzym Peelings sind wirklich eine angenehme Kiste fürs Gesicht, weil das ist so das Sanfteste, was du mit deinem Gesicht machen kannst, wenn es um Peeling geht. Also du musst ja definitiv regelmäßig deine Haut auch so ein bisschen befreien von diesen ganzen abgestorbenen Hautschüppchen und so. Und da ist ein Enzympeeling halt so schön, weil das so sanft und so angenehm ist. Als ich das anfangs auch in Anwendung hatte, habe ich mir gedacht,
Also ich habe jetzt nicht diesen Schrubbeleffekt, den ich sonst bei mechanischen Peelings hatte. Ich habe auch nicht so dieses abpeelende Effekt gedönsen, ne, was ich halt so bei Säurepeelings hatte, was mir übrigens damals echt Angst gemacht hat. Aber das Ding ist, dass du einfach im Laufe der Zeit merkst, wie gut dieses Produkt ist, weil die Haut so schön verfeinert ist und immer wieder besser und besser wird. Das ist echt mega krass und du kannst ein so ein Sachet für zwei Anwendungen nehmen. Du machst so ein Peeling nur ein bis zweimal die Woche, ne? Das heißt, du kommst da echt eine ganze Weile mit aus. Ich finde es schön. In der Nummer 10 wird es jetzt sicherlich mit einer Ampulle weitergehen. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich liebe diese Caviar Deluxe Ampulle und ich bin gespannt, wann wir sie drin haben werden. Nicht jetzt, nicht am 10. Dezember. Das heißt, ich muss noch etwas warten. Wir haben hier irgendwie eine neue Verpackung, kann das sein? Skin Essential Activator, also quasi die C-Ampulle. Das ist hier ganz besonders, weil du hast so Stammzellen mit da drin, die deine hauteigenen Regenerationsgedönsen-Geschichte halt so nah sind, dass du danach echt mega krass boom einen Effekt merken sollst. Bei mir ist es so, wenn ich die anwende, habe ich ein sehr erfrischtes Gesichtsgefühl, Gesichtsempfinden und ich fühle mich damit halt auch sehr, sehr wohl. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denken würde, ich hätte eine zweite Haut. Das ist eher so bei der KW Deluxe Ampulle der Fall und ich warte noch drauf. Kommen wir zur ersten Schnapszahl, die Nummer 11 und die ist ganz schön schwer. Nein, mutig. Aber cool, muss ich sagen. Denn hier haben wir drin enthalten die Face Care Perfect Complexion Anti-Aging BB Cream. Die gibt es in zwei verschiedenen Farben. Einmal in der Farbe 1 und in der Farbe 2. Ich habe sie jetzt hier in der Farbe 2 drin und ich glaube, dass das auch so die gängigste Farbe ist. Ne? Nicht jeder ist so eine Kalkleiste, wie ich das bin. Ich habe halt gerne die Farbe 1 Ivory. Das ist die Farbe Sand. Die könnte ich jetzt theoretisch wirklich tragen, aber die wäre mir dann im Winter zu dunkel. Ist ein Originalprodukt mit 50 Millilitern. Ist eine wirklich schöne BB-Cream, die deine Haut auch richtig... Also das ist toll, du hast ja auch Pflegeprodukte, ne? Also ja, aber mutig. Muss ich wirklich an dieser Stelle erwähnen. Aber cool. Halbzeit, die Nummer 12. Die darf gerne ein bisschen was Besonderes sein. Das mag ich auch immer ganz gerne, dass man da einfach so eine Art Wendepunkt hat, weil das ist ja die Hälfte der Adventszeit so, ne? Finde ich immer ganz schön. Und hier habe ich auch die Ampulle Hyaluronic Urea drin. Das ist auch schön. Die gibt halt richtig schön Feuchtigkeit und sowas mag ich gerne. Also die Q10-Reihe und die Hyaluronic Urea-Reihe sind die beiden Reihen, die bei Dalton am allerbesten zu meiner sehr trockenen, sehr sensiblen Haut passen. Und ich mag die auch sehr, sehr gerne. Auch die Hyaluronic Urea, ne, die habe ich damals immer genommen, wenn ich halt meine Periode hatte und meine Haut so am Rebellieren war. Und dann habe ich einmal die Ampulle genommen und direkt war so Chillness in meinem Gesicht. Ne? So, hier habe ich jetzt die Nummer 13 am Start. Die wilde 13, sollte man sagen. Ne? Hyaluronic Urea Hydro Boost Anti-Aging Feuchtigkeitscreme mit 15 Milliliter. Guck, siehste. Während der Rollerfahrer da hinten sich mal ein bisschen chillen sollte, ist das hier tatsächlich die Creme, die auch sehr, sehr gut in meinem Gesicht funktioniert. Die habe ich schon diverse Male leer gemacht und das ist eine schöne Reisegröße, die ich jetzt mitnehmen kann, weil ich drehe das Video zu einem Zeitpunkt, wo ich dann auch demnächst mal ein bisschen durch die Gegend reisen werde. Die Nummer 14 habe ich jetzt hier einmal am Start. Oh, das ist eine Ampulle, die hat es in sich, Leute. Also ich weiß, dass Mello Flori, Melli, die wird das hart feiern. Das ist die Oh My Blush Ampulle, ne? Weil die auch gerne verwendet. Ist, glaube ich, eine ihrer Lieblingsampullen. Für mich ist die zu krass. Also ich habe halt wirklich eine sehr sensible Haut und wenn ich die verwende, dann glaube ich, also dann habe ich das Gefühl, als hätte ich mir irgendwie mein Gesicht irgendwie, weiß ich nicht, ist es viel zu warm. Weil die macht halt einen natürlichen Blush-Effekt, also quasi richtig schön hautbelebend. Im Winter super. Wenn dir kalt ist, macht ihr die auf die Füße, ich sag's euch. Aber für mich im Gesicht ein bisschen zu krass. Unweit der 14 befindet sich Büchschen Nummer 15 und das ist ganz schön groß. Oh ja, da haben wir eins von den beiden neuen Produkten, die jetzt auch neu bei Dalton ins Sortiment eingezogen sind oder jetzt einziehen werden. Und zwar habe ich hier ein Produkt, das habe ich schon gehört, als wir auf Corfu waren, dass sie sowas mit reinnehmen. Ich freue mich, ernsthaft. Ne? Das Niacinamid Serum mit 10% Niacinamiden, mikrobiomstärkende Grünalge ist hier mit drin für einen Flawless Skin Effekt. Also das ist ja richtig cool. Ich weiß gar nicht, wie viel hier drin sind. Das habe ich bestimmt vorgelesen und dann direkt selbst wieder vergessen, oder?
10 Milliliter sind hier drin. Das ist so eine schöne Glas-Pipettenflasche. Also richtig, richtig toll. Auch drüber nachgedacht, dass diese Wirkstoffe nicht kaputt gehen und deswegen Braunglas genommen. Ne? Also ich freue mich drauf, das endlich austesten zu können. Und während draußen die Sonne untergeht, öffnen wir die Nummer 16. Das ist eine Ampulle, die wir hier drin finden werden. Und das ist die Multitasking-Ampulle. Die ist cool, weil, genau, die kannst du auch ganz schön als Make-up-Grundlage verwenden. Das ist echt schön. Es gibt auch, falls euch das interessiert, auf der Homepage so einen Ampullensprüher. Der kostet, ich glaube, 4,90 Euro oder so. Und da steht auch direkt bei dem Ampullensprüher mit dabei, welche Ampullen du damit verwenden kannst. Ne? Genau, und das kannst du dann theoretisch, wenn du das hier abgebrochen hast und dann machst du die Ampulle in diesen Ampullensprüher rein, richtig schön auf deinem Gesicht mit diesem Sprühgedönsen da verteilen. Also Gesicht, Hals, Dekolleté. Und wenn du sparsam sein möchtest, kannst du natürlich auch die Ampulle auf zwei Anwendungen aufteilen damit, was ich echt gut finde. Weil wenn sonst eine Ampulle offen ist, dann ist es immer schwierig und so und dann fällt die gerne mal um, dann ist der ganze Schrank versaut oder man hat Angst, dass da, ich rede so schnell, dass ich mich an meiner eigenen Spucke verschlucke, ist auch gut. Man hat Angst, dass da irgendwelche Sachen halt durch die geöffnete Öffnung halt reinkommen. Also, ne, so ein Ampullensprüher, vielleicht haben wir den sogar drin. Das wäre auf jeden Fall cool und würde Sinn machen. Aber wir schauen mal weiter. Ist eine schöne Ampulle, wollte ich nur gesagt haben. Die Nummer 17 habe ich jetzt hier. Da, hat sich auf der falschen Seite versteckt hier. 15 Milliliter von Bright Perfection Pigmentation Control Anti-Pigment-Flecken-Serum. Das ist cool. Quatsch, nicht 15, sondern 10 Milliliter sind hier drin. Man muss bei diesem Produkt halt zum einen, da sind Niacinamide drin, was total cool ist auch wieder. Ne? Also auch wieder diese hautberuhigende Geschichte, Entzündungshemd und so weiter. Und ja, man muss aber hier aufpassen, dass du dir danach auch einen schönen Lichtschutzfaktor auf das Gesicht gibst, damit quasi die Bright Control-Geschichte, also quasi die Bekämpfung der Pigmentflecken, funktionieren kann, ohne dass die Sonneneinstrahlung da irgendwie dem entgegenwirkt. Also das liegt an den Wirkstoffen, die in den Produkten drin sind. Generell nutzt immer schön Lichtschutzfaktor. Aber wenn ihr solche Produkte verwendet, bitte umso wichtiger. Genau, also eine ganz hochwertige Serie, die Dalton auch im Sortiment hatte. Jetzt habe ich hier wieder eine etwas größere Box, also quasi, ne, also die 18. Wir sind jetzt in der Weihnachtswoche, deswegen ist die Box wahrscheinlich auch ein bisschen größer. Ja, genau, also da ist jetzt wieder dieses abwechselnde Ampulle und Nicht-Ampulle unterbrochen worden. Ja, natürlich, weil wir hier eine Maske drin haben, die auch richtig gut ist. Das ist die Oxygen Bubble Maske. Warte. Nicht so witzig. Also hatte ich einer Freundin auch schon mal gegeben. Also es ist eine Tuchmaske, die man sich auf das Gesicht gibt. Und dann kommen halt irgendwann so die ganzen Bubbles und dann siehst du halt aus wie ein Schneemann. Deswegen finde ich, dass diese Maske halt auch wirklich in den Adventskalender reingehört. Die ist dafür da, um deine Poren auch zu reinigen, deine Haut allgemein zu reinigen und das macht auf jeden Fall Sinn, wenn du die ja halt quasi in der Weihnachtswoche anwendest, um schon mal deine Haut, deine Skincare so ein bisschen auf Weihnachten vorzubereiten und durch die ganzen Weihnachtssüßigkeiten, die wir wahrscheinlich zu uns genommen haben, schlaflose Nächte, hast du nicht gesehen, ne, haben wir unsere Haut dann doch ein bisschen mehr geschädigt, als wir es wollten und deswegen sollten wir sie ein bisschen reinigen und da kommt es doch ganz gut, dass man hier eine Bubble-Maske mit drin hat. Ich finde die wirklich klasse. Ja, Oxy Infusion nennt die sich und das macht einfach Spaß. Wirklich, wirklich, wirklich Spaß. Muss ich unbedingt auch mal wieder anwenden. Wir sind nämlich schon bei der Nummer 19. Also auch das ist eine große Zahl. Es geht richtig die Party ab Richtung Heiligabend. Ich sag's euch. Und hier, oh ja, haben wir nämlich die Weihnachtshandcreme drin. Also die Handcreme im weihnachtlichen Design, die wir jedes Jahr auch drin haben. Handcare for All Skin Types. Es ist die Winter Edition Handcreme. Müssten 30 Milliliter sein, ne? Genau, die schaut einmal so aus und sowas verwende ich einfach ultimativ gerne. Gerade im Winter so abends vorm Einschlafen, weil die Luftfeuchtigkeit ist so niedrig und dann ist meine Haut halt so super trocken und auch so die Hände und so, ne? Deswegen kurz nach dem Tannenbaum aufstellen, einfach ein bisschen Handcreme verwenden, dann läuft das wieder. Schwuppdiwupp, Leute, wir sind jetzt im 20er-Bereich und hier habe ich die Nummer 20. Es gibt nicht mehr viele Chancen, dass ich meine geliebte Kaviar Deluxe Ampulle heute noch in meinen Händen halten werde. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie enthalten ist, aber auch jetzt werde ich hart enttäuscht von der No Filter Needed Ampulle.
Aber auch die ist gut. Das ist eine Ampulle, die halt wirklich so einen Weichzeichner auf das Gesicht gibt, ne? Und das Gesicht ein bisschen weicher erscheinen lässt. Auch eine sehr schöne Geschichte. Ich glaube, also entweder die No Filter Needed oder die Multitasking oder alle beide müsste man auch vorher so ein bisschen schütteln, weil da auch so leichte Pulvergeschichten drin sind. Ich glaube, die Multitasking wäre das gewesen, oder? Ja, ich glaube schon. Genau, aber das ist die No Filter Needed. Auch die kannst du super unter Make-up verwenden. Sehr leicht erscheint mir hier die Nummer 21. Da bin ich jetzt mal... Ach, du meine Güte, ja, das ist das zweite neue Produkt, was jetzt in das Dyson-Sortiment eingezogen ist. Und zwar haben wir hier Hydrogel Lifting Augenpads und das ist ein neues Produkt, genau. Auch das haben wir gehört, als wir auf Korfu waren mit Plankton und Rotalge, Hyaluronsäure und Panthenol. Da bin ich so gespannt drauf, dieses Produkt auszuprobieren. Also das wird jetzt sehr bald in Anwendung kommen und im September aufgebraucht Video auch zu sehen sein, Leute. Ich habe da echt Bock drauf. Für 15 Minuten auf die gereinigte Haut unter den Augen legen. Definitiv. Und ich weiß jetzt auch noch nicht genau, wie die Form ist oder so. Ich glaube aber, ja, ich fühle es auch schon, die sind so leicht geriffelt. Das heißt, die werden nicht rutschen. Das habe ich schon bei den Vorgängern dieser Augenpatches so geliebt, weil die einfach an Ort und Stelle geblieben sind, nicht irgendwo verrutscht sind oder so, weil sowas nervt einfach. Also die alten habe ich geliebt und die hier werde ich bestimmt auch lieben. Ich hoffe es. Bitte. Hier habe ich jetzt die Nummer 22, ne? Das ist die zweite und letzte Schnapszahl, zwei Tage vor Heiligabend. Comfort Clean Smooth Refining, zartes Gesichtspeeling habe ich hier drin enthalten mit 15 Millilitern. Genau, also auch wieder ein Gesichtspeeling, um die Haut entsprechend zu reinigen. Ich weiß gar nicht, kenne ich dieses Peeling schon? Weiß ich gar nicht. Muss ich gucken, ne? Noch ein Peeling? Wir werden auf Weihnachten vorbereitet, auf Heiligabend, damit wir strahlend schön neben dem Tannenbaum sitzen, nicht unter dem Tannenbaum, das wäre dann meistens etwas schwierig. Die Nummer 23 und die letzte Chance eigentlich für Dalton, hier meine geliebte Caviar Deluxe Ampulle reinzupacken. Es sieht schon mal nach Ampulle aus und es ist Caviar Deluxe drin. Also, jetzt muss ich aber auch einen raushauen, oder? Ja, die Caviar Deluxe Ampulle ist eine Ampulle, die wirklich genau das enthält, was meine Haut liebt. Also die macht so ein schönes Ergebnis, die nährt meine Haut. Und die hat wirklich ein, also wenn man die drauf macht, ne? Das ist nichts, was man jetzt so unbedingt im Hochsommer verwenden kann. Ich habe es im Hochsommer verwendet, weil ich die liebe und eine sehr, sehr trockene Haut habe. Aber gerade im Winter liebe ich die so sehr, weil die halt ein ganz tolles Gefühl gibt. Die nährt meine Haut, ohne irgendwie ölig, fettig oder sonst irgendwie zu sein. Die gibt meiner Haut Leben, also sie belebt die Haut, sie macht sie gesünder aussehend und hilft meiner Haut wirklich langfristig gesehen, sich zu regenerieren. Und das sieht wirklich, wirklich, wirklich gut aus. Und ich habe das auch letztens gemacht, dass ich da auch so eine 5 Tage, glaube ich, Ampullenkur von gemacht habe. Und es hat so viel geholfen. Also ich liebe die einfach. Ich finde, die sind klasse, die sind schön. Ich mag die gerne leiden. Das ist ein toller Effekt auf meiner Haut. Ich kann die morgens verwenden und dann darüber meine ganz normale Creme geben, Sonnencreme und dann auch ganz normal mein Make-up drauf machen, ohne dass der Würstchenparty auf meinem Gesicht stattfindet. Ich kann die abends verwenden und da auch meine ganzen reichhaltigen Produkte nachher noch drauf geben, ins Bett gehen und habe auch nicht dann mein halbes Gesicht im Kissen, weil das mir durch Abfusseln abfallen würde, theoretisch. Das, nee, habe ich alle nicht. Und deswegen, also ich mag die einfach, weil die super Oberaffen-Titten geil ist und ich die einfach großartig finde. Und deswegen, am Tag vor Heiligabend werde ich die auch safe dieses Jahr wieder machen. Trommelwirbel, was befindet sich jetzt in der Nummer 24? Die ist riesig, ne? Keine Ahnung. Müssen wir mal reingucken, ne? Irgendwas Großes? Oh, ja natürlich. Triple Hyaluronic Booster, feuchtigkeitsspendende Braunalge, Plumping Effekt, das ist das dritte neue Produkt, was Dalton jetzt im Sortiment hat. Wahnsinn, ich dachte, es wären nur zwei. Denise hat mir auch nur von zwei geschrieben. Ich glaube, die wollte, dass wir auch eine kleine Überraschung bekommen. 30 Milliliter haben wir hier drin. Das finde ich ja cool. Also richtig schön Hyaluron, das ist so ein, den kannst du mit jeder Art von Haut verwenden. Ne? Hyaluron ist ein Wirkstoff, den können trockene Häutchen verwenden, die können Mischhäutchen verwenden, die können ölige, fettige Haut verwenden, die können junge, alte, alle möglichen Altersklassenstufen, bla. Jeder kann diesen Wirkstoff halt gut verwenden, weil das halt auch ein Wirkstoff ist, der sehr hautverwandt ist und der Haut auch gut tut. Ne? Und deswegen finde ich das klasse. Schön, Mensch.
Coolio, abgesehen von der Handcreme, ne, sind das ausschließlich Gesichtsprodukte. Es gäbe natürlich noch die Möglichkeit, hier die Körperpflege mit reinzugeben, aber ich finde es ehrlich gesagt gut, dass die sich hier auf die Gesichtspflege konzentriert haben. Zum einen, weil hier drei neue Produkte drin enthalten sind, die wir einmal austesten können. Zum anderen, weil natürlich jeder Hauttyp anders ist, aber hier wurde auch darauf geachtet, dass so gut wie jeder Hauttyp ein Produkt findet oder sein Produkt hier findet, nicht leer ausgeht und halt auch mal so rein übergreifend vielleicht mal was ausprobieren kann, weil auch eine ölige Haut benötigt Feuchtigkeit, ne? Und deswegen finde ich einfach diesen Mix sehr gut. Mir war klar, dass wir natürlich auch das komplette Ampullensortiment drin finden werden, weil das halt auch eine sehr, sehr wichtige, ein sehr, sehr wichtiger Bereich ist, den Dalton in ihrem Sortiment führt. Und eben mit dem Adventskalender kannst du halt ordentlich sparen, hast dann für mit dem Code Presale Claudi für 99,92 24 Produkte, wo du dich durch das Sortiment einfach mal so durchprobieren kannst und so einen kleinen Schnupper von diesem Spa-Feeling bekommen kann. Leute, gönnt euch. Ne? Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und dem Adventskalender-Unboxing von dem mega geilen Dalton Adventskalender. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxing aus diesem Jahr. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!